Mein Name ist Martin Dreier. Ich komme aus Hamburg und wohne jetzt in der Hauptstadt in Berlin. Und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und war schon als Jugendlicher auf der Suche. Ich wollte mehr als das, was ich dort gesehen habe, als meine Eltern mir vorgelebt haben. Ich war auf der Suche nach Leben, nach Abenteuer, nach Spannung, nach etwas, wofür es sich lohnt. Ich habe dann mich viel in den Szenen rumgetummelt, bin als Punker rumgelaufen und habe irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen. Und irgendwie ging mein ganzes Leben immer weiter kaputt. Ich wurde immer einsamer, ich wurde immer kranker, es wurde alles immer dunkler. An einem Sonntagabend bin ich in die Petrikirche in Hamburg gegangen und ich habe zu Gott geschrien und ich habe gesagt: Gott, Jesus, wenn es dich gibt, ich brauche dich jetzt. Und dieses Gebet war ernst gemeint. Ich brauchte Gott. Ohne Gott, ohne eine Begegnung mit diesem Gott wäre ich verloren gewesen. Plötzlich war eine Jesus-Realität in meinem Leben, die vorher nicht da war. Ich habe mein Abi geschafft, ich habe angefangen, eigentlich mein ganzes Leben auf diesen Gott zu werfen. Ich habe dann mit Freunden in meinem Wohnzimmer eine Arbeit gestartet, die Jesus Freaks, die sehr erfolgreich war. Innerhalb von kürzester Zeit haben sich über 100 Gruppen gegründet. Ich war in ganz Deutschland unterwegs und habe diese Gruppen ja ins Leben gerufen, ihnen geholfen, in ihren ersten Schritten zu gehen. Und es war eine sehr tolle und eine sehr spannende, sehr aufregende Zeit. Aber dann merkte ich auf einmal, dass ich die ganze Zeit über meine Grenzen gegangen bin. Ich habe kaum noch geschlafen, ich war nur noch unterwegs. Ich merkte, dass ich nicht mehr zur Ruhe kam. In dieser Phase habe ich Urlaub gemacht und habe im Urlaub eine Ecstasy geschenkt bekommen auf meiner Party. Und ich habe irgendwie diese Pille genommen, weil ich dachte, Mann, kannst du ja nochmal ausprobieren, so schlimm kann es doch nicht sein. Letztendlich war das ein großer Fehler. Ich habe mit dieser Pille wieder die Tür in die Welt der Drogen aufgeschlagen und bin nochmal richtig krass abgestürzt. Ich habe alle meine Dienste abgegeben und bin nochmal voll in diese ganze Drogenscheiße reingerutscht. Bis ich mir dann irgendwann eine Überdosis gespritzt habe, 1999 in meinem Wohnzimmer mit Heroin und Kokain. Ich bin wieder aufgewacht und ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich wusste nicht, was passiert ist und ich hatte eine dauerhafte Schädigung in meinem Gehirn. Alle Leute haben mich aufgegeben, sogar meine Freunde haben mich aufgegeben, alle Leute, mit denen ich was zu tun hatte. Aber Gott hatte mich nicht aufgegeben. Ich bin dann umgezogen, habe meine neue Frau kennengelernt, nochmal angefangen zu studieren und Stück für Stück hat Gott dafür gesorgt, dass sich mein Gehirn erholt hat. Und dann hat er mich neu gerufen, er hat mir einen neuen Auftrag gegeben. Ich sollte die Volksbibel schreiben und dieses Buch hat letztendlich dafür gesorgt, dass auch mein ganzer Dienst wiederhergestellt wurde. Ich wurde eingeladen in Gemeinden, in Kneipen, in Schulen. Das größte Ding war jetzt letztes Jahr, da war ich in Wacken und habe auf dem weltweit größten Heavy Metal Festival eine Volksbibellesung gehalten und den Leuten von meinem Glauben erzählt, von meinem Jesus erzählt. Ich kann sagen, diese Welt ist am Schwanken und es gibt mal auf, gibt mal ab. Es gibt Leute, auf die kann man sich verlassen, es gibt Leute, auf die kann man sich nicht verlassen. Aber auf einen war immer Verlass. Das war dieser Jesus. Dieser Jesus hat mich nie im Stich gelassen und er hat dafür gesorgt, dass mein Leben einen guten Weg gegangen ist. Einen Weg, den es sich lohnt zu leben bis heute.